willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin leider krank, deshalb gibt es hier kein lautes Schreien. Wir machen heute ganz entspannt, liebe Freunde. Ich habe ein ganz entspanntes Video rausgesucht. Ihr merkt, ich habe heute eine Seelsorgerstimme dabei. Deshalb könnt ihr euch ganz gemütlich zurücklehnen, es euch gemütlich machen, was Leckeres zu trinken und was Leckeres zu snacken. Heute gehen wir auf Therapiemodus. Wir schauen nämlich heute ein Monat Bali, Freiwilligenprojekt, Surfen, Krankenhaus. Das steht im Titel von Jackie, liebe Freunde. Das gucken wir uns an. Jackie war anscheinend ein Monat in Bali und ihr wisst ja, ne, Bali, ganz nah dran an meinem Zweitwohnsitz, an Lombok. Und deshalb, wir schauen mal rein, liebe Freunde. Für mich geht's wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres auch wieder nach Bali. Sollen wir mal gucken, wie sich das einrichten lässt. Aber wir gehen rein ins Video, ohne groß schnackeln, fackeln, lange um den heißen Brei. Ihr merkt, ne, ich bin angeschlagen. Man merkt es mir an, ne. Wir brauchen gar nicht groß weiter drüber reden, liebe Freunde. Ich glaube, man sieht es und man merkt es mir an. Deshalb heute, wir machen den Entspannten, wie schon erwähnt. Hallo, ich bin Jackie Elise. Ich bin 19 Jahre alt und habe letztes Jahr mein Abi gemacht. Seitdem mache ich mein Gap Year und reise durch die Welt, war schon in Brasilien, in Amerika und habe dort für ein halbes Jahr in New Jersey gewohnt und studiert. Ja, und da habe ich Alexandra kennengelernt, einen sehr verrückten, lieben Menschen. Und wir haben uns dazu entschieden, einfach mal für einen Monat nach Bali zu gehen. Und was ein krankes Intro, aber warum kriege ich auf einmal Bauchweh gerade aus dem Nichts? Leute, wir haben ein Problem gerade. Ich habe einfach Bauchweh bekommen. Ich melde mich, wenn es wieder weg ist. Ein Meeresschildkrötenprojekt zu machen. Und was wir alles erlebt haben, siehst du in diesem Video. Viel Spaß. Boah, sie hat sich voll Mühe gegeben, ne? Krank. Unsere ersten Tage auf Bali. Also die ersten 5 Tage waren wir in einem sehr, sehr luxuriösen Airbnb, würde ich sagen. Es gibt auch Airbnbs auf Bali ab 5 bis 8 Euro, also man kann dort sehr günstig reisen. Das Airbnb ist im Norden Balis, also in der Nähe von Lovina, und ich würde sagen, das ist so eher das realistischere Bali, also so wie es wirklich ist, und nicht so dieses super touristische, wie zum Beispiel in Ubud oder Canggu. Ja, das touristische ist, warte, ich zeig's euch, Freunde, ich zeig's euch ganz kurz, ich zeig's euch. Das touristische ist hier unten Ubud und dann da unten Uluwatu. Hier sind die touristischen und Canggu. Das sind auch die Orte, wo ich war, weil ich bin ja auch Tourist. Die Frage ist, ob da oben, da wo sie war, dann vielleicht die Airbnbs auch verhältnismäßig günstiger sind, weil da halt nicht gerade so die vielen Touris hingehen. Aber ihr müsst euch so vorstellen, von hier bis hier ist mit dem Auto vielleicht 1 Stunde. Bali ist relativ klein. Das ist so eher das realistischere Bali, also so wie es wirklich ist, und nicht so dieses super touristische, wie zum Beispiel in Ubud oder Canggu. Also wir haben viel von der Kultur mitbekommen und das habe ich sehr, sehr wertgeschätzt. Ja, es war ein wunderschönes Airbnb. Ich verlinke es gerne mal unten. Okay, wir machen einen Wettbewerb. Wer den schöneren Anstand macht. Okay, auf geht's, ab geht's. Waren beide scheiße. Es gibt aber wirklich nichts Geileres, kann ich euch schon mal sagen. Wenn ihr in Indonesien sein solltet und eine Unterkunft mit Pool habt, was ihr euch organisieren solltet, weil es gibt wirklich Unterkünfte mit Pool ab 20 Euro die Nacht. Es gibt dort wirklich günstige Unterkünfte. Nachts bzw. abends oder wenn die Sonne untergegangen ist, in den Pool zu gehen, bei den Temperaturen ist richtig, richtig geil. Am besten noch mit so einem kühlen Getränk an der Poolkante. Also als ich und Mats das allererste Mal auf Lombok waren, sind wir direkt am ersten Abend in den Pool und haben uns das ein oder andere Long Island Iced Tea gegönnt und waren an dem Abend auch schon echt gut voll. Jetzt 1 gegen 1 mitreden. Das ist hochkalt. Oh, guck mal. Ich glaube, die haben auch das eine oder andere Getränk getrunken, ne? Boah. Hi, Vlog. Moin. Moin, Mata. Das war gut. Ich glaube, das Moin war zu lang. Moin, Mata. Dann waren wir schnorcheln. Auf der unbewohnten Insel. Let's go. Okay.
Ich glaube, von da kann man auch Lombok sehen, von da, wo sie ist. Weil das müsste die Ecke, ja, von da müsste sie die Insel sehen können, die mir gehört. Ja, die habe ich gekauft. Nemo. Da gibt's echt schöne Schnorchelgegenden. Oder wie heißt das? Korallenriffe, ne? Die sehen zwar gerade nicht so schön aus, aber da gibt's schöne. Oh, jetzt ist schön bunt. Dann waren wir auf einer Reisplantage und haben Kokosnüsse. Das ging mir zu schnell. Hab aber auch keinen Bock mehr zurückzuspulen jetzt. It's fine, I mean, this is fine. The thing is climbing the tree, that's the problem. Das ist halt echt das Krasse, die holen dir frische Kokosnüsse vom Baum und die kosten da umgerechnet. Für einen Touri kosten die so 1 Euro, 1,50 Euro. Wenn du Einheimischer bist, kosten die dich 60 Cent, so eine Kokosnuss. 50, 60 Cent. Und wenn die sehen, du bist Touri, dann machen die immer ein bisschen höher Preise. Because he couldn't do that for us, he's too old. Since we got no straw here, I'm gonna teach you how to drink the coconut water in Bollywood. Oh, this is not sharp at all. Ey, diese Kokosnüsse sind so lecker, ne? Terima kasih. Balinese, Bahasa ist Terima kasih. Terima kasih. Ha 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 ha. Der Indonesien. Don. And how do you eat it? Just chew it. It's purple. It is. You better just suck it around, you know. You don't bite the bitters like the seed. The seed is what the chocolate made of. Oh, you don't bite? Well, if you like bitter taste, it's fine. It's not bitter. It's not bitter? Okay, this is how you do it. Man muss dazu sagen, die Leute in Indonesien, also wie ihr gerade auch bei dem Typen gemerkt habt, die Einheimischen sind immer super nett, ne? Also wirklich, das ist ein Ort, wo du einmal auf einer komplett anderen Seite der Welt bist, als Deutscher oder Europäer. Du siehst was komplett anderes, richtig viel Natur. Es gibt komplett anderes Essen, es gibt aber auch europäisches Essen. Wenn du europäisches Essen bevorzugst, kriegt man da auch. Und die Menschen sind einfach komplett anders. Also es ist an sich wirklich der perfekte Urlaubsort. Ich sag's euch, wie es ist. Naturrutschen, das ist auch krank. Oha. Und dann ging es nach Ubud. Das war der Ort, an dem wir unsere Einführungswoche des Freiwilligenprojekts hatten. Es war sozusagen eine Kulturwoche. Wir hatten einen balinesischen Kochkurs, einen Malkurs, mehrere Sprachkurse. Wir haben ganz viele Leute aus anderen Projekten kennengelernt und es war einfach mega, mega cool. Ja, zum Beispiel an dem einen Morgen waren wir mit der Koordinatorin unterwegs und war mit den ganzen Kindern aus dem Dorf. Wir waren so im Fluss und da haben die uns gezeigt, wie man Krabben fängt. Und es war richtig, richtig süß, der Morgen. Danach haben wir gelernt, wie man die Körbe für die Opfergaben bastelt. Auf Bali ist der Hinduismus am größten verbreitet und jedes Mal vorm Essen legen sie so eine Opfergabe an ganz viele verschiedene Ecken im Haus. I don't know why, but it looks awful. Mine looks so bad. Yeah. No. Well, how did like you do that? It? No. Oh, you forgot to fold it. Just fold it. Unfold it. So, like, you had to. Jackie, Alter, muss echt nochmal die 5. Klasse wiederholen, ne? Aber ist okay. Wir haben da alle Verständnis für. Es gibt halt manche Kinder, die brauchen ein bisschen länger. Ist nicht schlimm. You were laughing at me. And no. Look at you now. So pretty. Mm-hmm.
Das ist mit einer Sache, die auf der Insel am meisten Spaß macht, sage ich euch, wie es ist. Roller fahren, beziehungsweise sie fahren jetzt Quad. Aber dort wird ganz wenig oder eher wenig Auto gefahren, nur für lange Strecken. Alle anderen sieht man auf Motorrädern oder Rollern, hauptsächlich Rollern oder Quads. Das ist so ein geiles Gefühl durch die Natur. Das ist wirklich ein Freiheitsgefühl, kann man schon fast sagen. Also das ist so, du warst irgendwie den ganzen Tag in der Stadt, fährst dann zurück in deine Wohnung, bist aber nicht so abgefuckt, dass du jetzt noch eine halbe Stunde fahren musst, sondern du freust dich darauf, weil es ist noch so, es ist schön. So, wisst ihr, wie ich meine? Es macht Spaß, so im Sonnenuntergang oder so, keine Ahnung. Fast Unfall gebaut, ne? Ja, okay, die fahren direkt durch Bach oder was? Ich bin gerade so durch den Wind und ich zitter immer noch. Alex ist gerade wieder gekommen, also meine Freundin, mit der ich auch hier bin. Ich kam vom Quadfahren zurück, bei dem sie auch nicht dabei war. Ich kam zurück und sie schreibt mir so, ja, ich bin im Krankenhaus. Mein Herz ist stehen geblieben. Ich habe direkt alle Mitarbeiter gefragt, ob ich zu ihr kann. Ich habe alle Leute gefragt, so, ich hatte mega Panik. Ich habe voll gezittert am ganzen Körper. Und ich bin eigentlich eine ziemlich entspannte Person, aber ich hatte so Angst in dem Moment und mein Herz schlägt immer noch so schnell. Und sie hat mir die ganze Zeit nicht geschrieben, weil sie halt nicht konnte. Sie hatte eine Blutvergiftung, oder sie hat eine Blutvergiftung, also sie hat eine Infektion in der Blutkreis, keine Ahnung, in der Blutkreis. Lass mich nicht lügen, aber Blutvergiftung ist, wenn man so einen Schrammer hat, einen Katscher, und dann tut sich das infizieren und das im Blut, also ja. Dr. Cello Talk, dankt mir später. Also sie ist gerade wieder gekommen und mein Herz, ich bin so froh, dass es so gut geht, aber... Ich möchte einfach nur weinen. Hallo, wir sind gerade bei einem Batikmalereikurs und es ist sehr, sehr cool. Man malt auch so einen Stoff. Von Skala von 1 bis 10. Wie schnell denkt ihr, werde ich wieder gesund? Schreibt es in die Kommentare. Ich muss übrigens in 2 Tagen nach Brasilien fliegen. Dieses Verlese, oh mein Gott, ich habe ja schon verkackt. Nein, ich habe Pflicht. Ich habe erstmal direkt fett gekleckert, aber so sah es dann im Endergebnis aus. Ja, und danach waren wir doch voll in gut den aus. Wood Monkey Forest. Es ist kein Zoo oder so, die Affen sind da nicht eingesperrt, die leben da einfach natürlich. Aber dadurch, dass halt so viele Touristen da sind, versuchen die Affen natürlich auch viel Geld zu bekommen. Und es ist wohl auch schon mal passiert, dass Affen einen irgendwie angreifen und Sachen klauen und so. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber ich habe jetzt eine gute Erfahrung gemacht. Die Affen sind dort richtig frech, das ist das Problem. Also die klauen dir wirklich Sachen, reißen an deinen Rucksäcken und so. Das ist jetzt auch zum Beispiel eine Sache, wo ich keinen Turn hatte, hinzugehen oder wo ich nicht unbedingt hin wollte, weil ich mir so dachte, ist doch eh geiler, die Affen außerhalb dieses Monkey Forest zu sehen, wo eh die ganzen Touris sind. Einfach irgendwo an der Straße, auf dem Baum, ohne sie anfassen zu müssen oder irgendwas. Ja, dort sind die Affen halt Touris gewöhnt. Das ist halt das Problem. Ich fand's so süß. Vor allem die Babyaffen waren einfach so cute. Gestern Abend waren wir bei einer sehr traditionellen Tanzshow, die sehr, sehr cool war, aber ich war ein bisschen verwirrt teilweise. Die hat eine komplette Storyline dahinter, die ich aber erst am Ende geblickt habe. Morgen. Das hat auf mich auch nur wie Verwirrung gewirkt, um ehrlich zu sein, liebe Freunde. Also es war jetzt nichts, wo ich sage, okay, tanzen. Okay. Nächsten Morgen sind wir um 7:30 Uhr aufgestanden, wie eigentlich jeden Morgen. Und dann sind wir zu einem Tempel gefahren. Das war eine so schöne Erfahrung. Also ich habe leider nicht viel mitgefilmt. What the heck? Ich habe mir eine Kokosnuss gekauft. Aber ja, und danach waren wir beim Coffee Tasting und es war so cool.
Boah, so Kokosnusskaffee ist so lecker. Das haben wir in Lombok auch getrunken. Das ist eigentlich nur Kaffee mit Kokosnussmilch, aber mit richtiger Kokosnussmilch halt. Und das ist halt nochmal ein Unterschied als diese Kokosnussmilch, die es jetzt hier irgendwie im Einzelhandel gibt. Avocado-Coffee ist really good. Oh, it's so good. Yeah. Yes. Yes. Try it. It's avocado. It's ginger. It's so good. And I don't even like coffee. I love that. The avocado. Mm. The vanilla is good too. Here. This is the best thing. What's this? Oh my god. Mocha. This one's really good. I really just like. Are you feeling safe, Johnny? So ein schöner Ort, Alter, auf diesem, auf dieser Welt. Und wir laufen einfach seit 10 Minuten so übel steil. This is like scaling the natural mountain. Yeah. Aber Hauptsache unser Boot hat einen Lift. I feel like I'm in Jurassic World. Look how big those leaves are. Oh, this is pretty. Jackie kann voll gut Englisch, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich müsste erstmal 10 Leute fragen, was heißt überhaupt Palmenblätter? Die so einfach, look how big these leaves are. Okay, sie war aber auch gefühlt 10 Jahre in Amerika. Wir gehen gerade in eine Bar. Oh Gott. Saufen! Oh, the time. Hi. Oh my god. Everyone's like filming. Yeah. How did we appear in the video? What are you doing? It's not a vlog. Oh. Come on, it is. Oh, of course you do. The yellow I found. Hello. Okay. Cheers. No, I have to be quiet. Nice. Lovely. Hallo, guten Morgen. Es ist Samstag, das heißt, es ist der vorletzte Tag von der ersten Woche, also von der Einführungswoche hier. Stabil aufgeräumtes Zimmer aber, ne? 4 Mädels wahrscheinlich in einem Zimmer. Ja, so ist es halt manchmal. Tag 4 in der Nacht. Wir steigen heute auf den Berg. Um den Sonnenaufgang zu sehen wahrscheinlich. Wenn man so früh auf den Berg geht. Oh. Starke Farben. Wenn ich das sehe, einfach nur geil, liebe Freunde. Ich zeige jetzt noch mal kurz hier. Seht ihr die Villa Chibo? Und da unten, das ist mein Grundstück hier. Hier kommt mein Haus hin. Das wird so geil. Hier ist ein Restaurant. Da freuen wir uns schon alle drauf. Das ist der Blick. Okay, das ist weiter oben. Mein Haus ist so ungefähr hier unten, so ein bisschen weiter. Sehr nah tatsächlich am Meer. Hier, warte. Hier, Nummer 24, das ist meins. Lot 24. Einfach nur geil. Ja, liebe Freunde, bald ist es soweit, nicht mehr lang. Ich habe das sogar neulich in einer Insta-Story beantwortet. Jetzt werde ich bald zum Notar gehen, liebe Freunde, mit der zweiten Person, mit der ich meine indonesische Firma gründe, weil ich, man braucht 2 Personen, um eine indonesische Firma zu gründen. Dann gibt es dort eine Unterschrift, dann zahle ich Geld, dann habe ich die Firma und dann kann ich auf das Firmenkonto Geld überweisen und mit dem Firmenkonto den Architekten bezahlen und dann wird gemeinsam mit dem Architekten werden die Pläne entworfen. Das dauert zwischen 6 bis 8 Monaten und dann geht's in den Bau.
Also vielleicht beginnt in einem Jahr schon der Bau der Villa. Let's see, wie schnell das alles klappt. Falls ihr das Ganze unterstützen wollt, liebe Freunde, schaut euch einfach ganz viele YouTube-Videos an. Umso mehr YouTube-Einnahmen, umso einfacher kann ich das Haus abbezahlen. Nein, Spaß. Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag oder Abend oder Morgen, wie auch immer, wann ihr dieses Video guckt. Lasst krachen. Wir sehen uns morgen wieder 14 Uhr beim neuen Video. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein. Ciao.